Prominenter Besuch heute bei Greinwalder und Partner auf der FIBO 2016. Zu Gast sind die Jungs vom Viererbob Johannes Lochner und wir sprechen jetzt mit ihnen über ihr Training. Herzlich willkommen auf der FIBO 2016. Eine anstrengende Saison liegt hinter euch. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie wichtig ist Training für euch in eurem Alter? Das ist für uns das Allerwichtigste, unser Training. Wie gesagt, unser Sportart ist eine Kraft- oder Schnellkraftsportart. Und Bobfahrer werden, wie gesagt, im Sommer gemacht und wir haben eigentlich jetzt bloß eine Woche frei gehabt oder zwei und jetzt geht es wieder los mit dem Athletiktraining. Wir haben jetzt die nächsten Wochen einen Aufbau und ab Mitte des Jahres wird es dann wieder spezifischer für unser Sportart hin, also hauptsächlich Schnellkraft, Explosivität, Sprünge und ab Oktober sind wir dann wieder am Eis und bis dahin muss das Team wieder völlig fit sein, dass wir eben mit der Weltspitze mitstarten können. Wie wichtig sind für euch die aktuellen Trends der Fitnessbranche? Mir würde kein aktueller Trend einfallen im Moment, außer die Blackroll. Die unterstützt uns schon ziemlich im Training, einfach dadurch, dass man die Muskeln wieder locker bekommt, nachdem wir im Training mit ziemlich hohen Gewichten arbeiten. Zum einen im Kraftraum und zum anderen auf der Laufbahn, wo wir halt Schlitten hinter uns herziehen, also Zugwiderstandsläufe machen. Insofern. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so ein Trainingspensum im Sommer bei den Bobfahrern aus? Also im Sommer ist ja für uns die Vorbereitung im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo im Sommer natürlich Wettkämpfe sind. Wir sind halt eben die Wintersportart und in der Vorbereitung ist das Trainingspensum halt dementsprechend hoch, um im Sommer die Grundlagen für den Winter zu legen. Weil im Winter steht natürlich das Bobfahren im Vordergrund und da haben wir nicht allzu viel Zeit, um uns auf das Athletische dann zu konzentrieren. Und welche Rolle spielt gerade auch bei Bobfahrern die Ernährung? Spielt eine sehr wichtige Rolle. Zum einen, weil natürlich das Körpergewicht ein sehr entscheidender, teilweise auch limitierender Faktor ist. Also ich bin jetzt einer von den leichteren Typen. Ich bin jetzt auch erst seit einem Dreivierteljahr dabei. Ich war vorher selber 100-Meter-Sprinter und muss auch noch ein bisschen Masse aufbauen, aber eben gesund aufbauen und nicht zu viel, nicht zu schnell und eben gesunde Körpermasse. Ihr seid alle vier Profisportler. Wie lässt sich euer Sport mit eurem Alltag vereinen? Also das Gute ist bei mir, ich bin bei der Bundeswehr, Christian zum Beispiel ist bei der Landespolizei, der Joschi ist bei der Bundespolizei. Diese Behörden in Deutschland, die geben uns die Möglichkeit, dass wir trainieren, weil es ja doch, ich sag mal, Bobsport keine Sportart ist, mit der man jetzt wirklich viel Geld verdienen kann. Und einfach, damit unser Training abgesichert ist, damit unser, ich sag mal, der normale Lebensalltag abgesichert ist, sind wir wirklich dankbar dafür, dass diese Behörden gibt. Einfach, ja, dass wir unserem Sport nachkommen können. Die meisten Sportler, was man sieht im Fernsehen, bis jetzt auf ein paar wenige, werden eigentlich von diesen Behörden gefördert, um einfach die Leistung in Deutschland zu bringen und oder Spitzenleistungen dann abrufen zu können. Du hast gerade ein sehr wichtiges Thema angesprochen, Sportlerförderung. Hier kommt auch Oliver Sekula von Greinwalder und Partner und Slim Belly ins Spiel. Olli, ihr sponsert die Jungs. Wie kam dieses Sponsoring zustande und wie sieht es konkret aus? Ja, zustande kommt es aus der einfachen Sache. Ich komme aus Berchtesgaden und in Berchtesgaden ist am Königssee die Bobbahn. Also ich bin von Haus aus Wintersport begeistert. Das ist die eine persönliche Seite. Die andere ist die, junge Sportler wie die hier zu unterstützen, weil Bob ist auf der einen Seite eine Randsportart, die auf der einen Seite von Behörden oder von großen Institutionen gefördert wird. Unsere Seite ist das, auch finanziell zu unterstützen, aber auch aus der Begeisterung heraus. Mit der Marke Slim Belly, sage ich, hier Gelder auch zur Verfügung zu stellen, um, sage ich, junge Sportler nach vorne zu bringen. Und ja, persönlich ist auch noch so, dass Johannes Lochner ein sehr guter Freund ist und sein Vater auch ein sehr, sehr guter Bekannter von mir ist, wo wir viel unterwegs sind und im Wintersport, sage ich, hier aktiv sind. Was noch ganz interessant ist, ist, dass ja die Förderung, sage ich, weitergehen soll. Wir wollen ja noch weitere junge Sportler, sage ich, da mit aufbauen. Und wichtig, wir haben jetzt schon aufs richtige Pferd gesetzt, das darf man ruhig so sagen. Sie sind damals überraschend Vize-Weltmeister geworden, das war vor einem Jahr, jetzt wieder. Und ich bin mir sicher, die vier Jungs, die werden wir genau in zwei Jahren hier als Olympic Champions im Zweier und im Vierer auf alle Fälle auch am Treppchen sehen. Und da kann man nur sagen, das ist klasse, das ist geil und das Geld ist, was wir hier reinstecken von Slim Belly, super, super wichtig und es lohnt sich auf alle Fälle. Greinwalder und Partner ist absoluter Marketing-Spezialist. Inwieweit kann euch hier auch oder
könnt ihr auch eine Unterstützung im Bereich Marketing in Anspruch nehmen? Das ist ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel nach meiner ersten Saison, wo ich dann überraschend im Weltcup war, da ist dann auf einmal alles da, da ist das Fernsehen da, du bist die halbe Saison unterwegs und dann ist die WM und du bist im Fernsehen, du hast diesen Medienrummel und im Hintergrund passiert eigentlich nichts. Du kriegst 100.000 Autogrammanfragen und da Pressetermine und hier. Und wenn dann einfach so eine Firma im Hintergrund steht, die da Erfahrung hat und da richtig eigentlich in der Fitnessbranche da top aufgestellt ist, die dich dann da unterstützt mit Homepagen, mit Autogrammkarten und mit Medienauftritten, dann ist es einfach total entspannt für dich. Du hast den Kopf frei, du brauchst dich um sowas nicht kümmern und das ist wirklich cool. Der Olli hat es gerade angesprochen, ihr habt Großes erreicht in der Vergangenheit, aber ihr habt wahrscheinlich auch jetzt schon Ziele für die neue Saison. Wo soll es hingehen und wie sieht die Vorbereitung aus? Also gut, das Fernziel ist natürlich die Olympischen Spiele 2018. Dennoch müssen wir einfach als junges Team auch einfach von Saison zu Saison denken. Jetzt ist natürlich erstmal das Sommertraining. Die Vorbereitung für den Winter steht jetzt an erster Stelle. Wir sind jetzt seit einer Woche wieder im Training. Bis jetzt sind wir noch alle gesund und munter, also das läuft schon mal. Und ja, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass wir uns dieses Jahr, weil wir jedes Jahr neue Selektionsrennen haben für den Weltcup, für die Weltmeisterschaften, dass wir uns gesund, munter, fit dafür qualifizieren können. Und ja, wie gesagt, das große Ziel ist dann 2018 die Olympischen Spiele. Vielleicht noch mal kurz zurück zur FIBO. Was ist für euch hier von besonderem Interesse? Wo wollt ihr euch noch umschauen? Durch das, dass wir in unserer Sportart dieses Zusammenspiel zwischen Kraft und Schnelligkeit haben, wie es eigentlich in keiner anderen Sportart gibt, müssen wir ganz speziell trainieren und da müssen wir uns immer wieder neue Sachen ausdenken und neue Trainingsmöglichkeiten, dass wir verschiedene Reize setzen und neue Reize setzen. Und da ist es so eine Messe natürlich die beste Anlaufstelle, um da neue Fitnessgeräte und Trends, was eben gerade auf den Markt kommt, zu sehen, auszuprobieren, ob das was für unser Training ist oder nicht. Und dann kann man eben darüber überlegen, ob man solche Geräte dann anschafft oder nicht und ins Training mit einbaut. Olli, vielleicht abschließend noch ein Wort zu dir. Was wünschst du den Jungs für die Zukunft? Wie soll es weitergehen? Ja, was wünsche ich denen? Ja, die sollen erst einmal gesund bleiben. Das war das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, weil der Bobsport ist ein gefährlicher Sport. Es ist die Formel 1 des Wintersports und man sieht immer wieder auch schwere Unfälle auf der einen Seite. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesund und munter durch die Saison kommen, dass Verletzungen auch sehr schnell kurieren können. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das haben wir ja live erlebt beim Joscha, der letztes Jahr einen schweren Motorradunfall hatte, aber durch seine körperliche Stärke, durch seine Physis innerhalb kürzester Zeit wieder fit geworden ist und sensationell wieder anschieben konnte. Ich glaube, Gesundheit ist eines der wichtigsten Sachen. Aber ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie nächstes Jahr sich für den Weltcup im 2- und 4er-Bob von Haus aus qualifizieren und nicht nur über die Junioren-Bob, sage ich dort, und über die Europacup dabei sind. Und wenn sie beim Weltcup sind, bin ich mir absolut sicher, dass sie bei der Weltmeisterschaft wieder eine Rolle spielen. Aber das Fernziel Olympia, das steht für euch ganz weit oben. Und ich bin mir sicher, dass die da voll mit dabei sein werden. Und das wird eine tolle Sache.